Die Gänge lang flitzen Hut und benutzt, dass sich ja keiner stört. Weiter war ja hier nichts. Ansehen. Sehr gelungen. Treppe. Klick, 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 klick. Pinnwand, Treppe, Treppe, Tür, Tür, Pinnwand. Treppe, wo komme ich denn hier aus? Aha. Ich hasse diese Dinger. Ich auch. Auch dir ein Herz. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Vielleicht. Lass das, okay? Bitte lass das. Ich fühle mich gemobbt. Wie komme ich in die Kantine wieder? Da will ich auch nicht hin. Ich müsste ja eigentlich... Doch, halt mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. Zurück. Klack, 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 klack. Hier lang. Hier, hier zu Gang. Ich dann hier gehe zur Tür mache. Oh oh. Lass ich mich jetzt mal wieder anmischen. Ich bin doch du oh oh. Ja, ja, ja. Komm, komm. Ja, müsst ich. Kennen Sie ja alle schon hier. So, und hier. So, hier wartest du, bis der Doktor wieder da ist. Dann muss ich ja jetzt irgendwie an den Löffel drankommen. Fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Einen und wieder so... Witzbold, das ist nicht meine Hand. Das hast du selbst. Irgendwie muss ich doch jetzt weiterkommen. Guck mal, Harvey, da steckt eine Schaufel in dem Fass. Edna, das ist ein Löffel. Unsinn. Unsinn. Bist du nicht gut, Edna? Das ist ja cool. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den... Eigentlich wieder den Kleider... Zum einen, weil er... Zum anderen... Ich hab noch ein... Schießen. Sprechen wir... Ich muss langsam... Passt. Warum sollte ich den hergeben? Warum sollte ich den... Ey. Das ist wieder komisch. Da kommt der nächste Ausgang.
Los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Abwärts. Hä? Was ist denn da los? Geh zu. Da war ich gerade eben. Da brauche ich irgendwie die Schaufel. Wollen wir den Kleiderbügel unter Strom setzen? Wozu? Um unser Nervenkostüm zu stärken. Mann, Edna, das hier ist ein Adventure-Spiel. Da tut man sowas halt. Probieren wir erstmal alles andere, okay? Wollen wir den Kleiderbügel... Wozu? Mann, das ist kein... Das ist kein Möbel. Das ist der... Wollen wir den Kleiderbügel zu... Mann, Edna, Tattoo probieren wir... Das ist so komisch. Gehe zur Tür. Ach, ja. Dr. Marcel. Dr. Horatio Marcel. Natürlich hängt er sich in seiner eigenen Bildergalerie auf gleiche Höhe mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich mag tatsächlich die Gespräche, die man mit diesen Bildern führen kann. Ich glaube, einen von denen habe ich auch gesprochen, oder? Habe ich Sigmund Freud gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hätte jetzt so erzählen können, dass es ein Kindheitstraum von mir gewesen ist, einmal Sigmund Freud zu sprechen. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Scheiße. Ja, die meisten wissen ja oder können sich denken, dass ich ein großer Fan von den Lehren Sigmund Freud bin. Die wenigsten wissen allerdings, dass ich damals... als ich noch in Wien gewohnt habe, nur 2 Türen weiter von ihm gewohnt habe in meiner Kindheit und wir zusammen auf dem Billardsalon waren und da ist auch dieser Song entstanden hier. Es war 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, nur dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt, 1-0 für mich, psychologischer Sieg. Die
Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Nein, verdammt. Wie live. Danke, Siggi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Wir reden mit Siggi. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleichti. Sonst gäbt ihr ja Siggi paar Watschen hinter die Gorschen. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Aha. Jetzt nicht mehr. Geh, Tobi. Ein bisschen Dampfi. Und jetzt ein Messer noch. Jetzt sieht's ich habe mal aus geträumt, wie ich ein Bild. Jemand. Und dann. Oh, ich kann nur den Doktor mal stellen. Mein Chip ist im Bett. Rein. Und jetzt. Geh zur Tür. Sehr interessant, Herr Puck. Und was diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen. Hallo, Herr Puck. Sind Sie auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst hier. Hier sitzt nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Erstmal springen wir Puck. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzupflegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus, wie man von mir schießt. Manchmal ist da irgendwie so ein schmieriger Film drüber. Ein Foto von mir gemacht. Ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Aetna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Aetna gearbeitet haben, bevor Gedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead Programmer bei Delic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Er hat sich einfach, glaube ich, in den Tagen irgendwann mal den Hemdsärmel aufgerissen und ist mit dem Hemd so rumgelaufen und ich habe das gleich ins Spiel mit übernommen. Normalerweise läuft er natürlich mit vollkommen intakten Hemden rum. Hier vorne mit dem roten Pullover, das ist Felix, ebenfalls ein sehr begnadeter Programmierer. Also ich hatte ja insgesamt wenig Hilfe, aber Gott sei Dank bei der Engine, da haben mir der Olaf und der Felix sehr viel geholfen. Hallo Felix. Und im Hintergrund die beiden Gestalten, das sind auch Programmierer, von denen ich noch nicht mal mehr die Namen. Wir haben halt sehr kurz nur an dem Projekt mit dran gearbeitet. Stefan hieß der Linke und der Rechte, an dessen Namen erinnere ich mich bestimmt auch noch, wenn ich einmal irgendwann ausschlafe. So, 6 Jahre her, war noch kurz dabei. Vorne rechts allerdings, der René, der hat mir viel bei der Story geholfen und hat auch noch lange Zeit bei The Delic als Game Designer gearbeitet, hat unter anderem bei New Beginning mitgearbeitet, aber eben auch ganz entscheidend bei Harveys Neue Augen, 1,5 Ritter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er offensichtlich noch extrem lange Koteletten getragen. Das sollte er mal wieder machen. Sieht gut aus, René. Also, wenn du das hörst, Koteletten, top.